Salam alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Ja, ich mache dieses Video aus einem Anlass, der mich persönlich sehr betroffen macht. Ich habe Einblick bekommen aus erster Quelle in Justizunterlagen, die nach Prüfung für mich eindeutig ergeben, dass es sich um einen handfesten Justizskandal handelt. Er richtet sich gegen unseren Bruder Ibrahim Abu Naji. Ich habe diese Papiere genau studiert und ich muss ganz ehrlich sagen, dass in allererster Instanz gegen den zuständigen Richter dringendst ein Befangenheitsantrag gestellt werden muss. Folgende Begründung: In diesem Papier werden schwere Vorwürfe erhoben, die ganz klar Bezichtigungscharakter haben, und die Formvorschriften für Darstellung von Indizienkomplexen werden nicht eingehalten. Die Indizien werden sehr pauschal dargestellt und können deswegen als solche nicht benannt werden. Es erfolgen auch keine Zitate. Es werden Konstruktionen vorgenommen. Ibrahim Abu Naji wird bezichtigt, folgende Religionszugehörigkeit zu haben oder folgender Gruppierung aller Wahrscheinlichkeit nach zuzugehören oder anzugehören. Und zwar, ich zitiere: Takfir Salafismus. Es gibt diesen Begriff nicht. Er ist nirgendwo eingetragen. Es gibt keinerlei Menschen, die sich dieser Religion zugehörig fühlen, weil es sie nicht gibt. Es ist eine Erfindung. Aber der komplette Inhalt des Papiers baut darauf auf. Gründet also darauf, auf den begründeten Verdacht, er gehöre dem Takfir Salafismus an. Also das ist schon mal ganz klar fiktiv, weil es eine derartige Gruppierung nicht gibt und Bruder Ibrahim Abu Naji sich auch nicht jemals oder irgendwo zu dieser fiktiven Gruppe bekannt hat oder ein derartiges Bekenntnis ausgesprochen hat, wie auch, es gibt sie nicht. Es gibt keinen Takfir Salafismus, was immer das auch sagen soll. Es gibt keine Definition, es wird nicht erklärt, wie der zuständige Richter, der dieses Papier verfasst hat, zu dieser Annahme kommt. Es wird nicht definiert, was darunter zu verstehen ist. Und vor allen Dingen wird auch nicht die Indizien dargelegt, die rechtfertigen, dass man zu so einer Annahme kommt. Aber, liebe Brüder und Schwestern, das sind hier keine Annahmen, sondern in diesem Papier geht es schon um eine Aburteilung. Man kennt den Begriff: Wenn man von einer Sache überzeugt ist, dann sagt man, von dieser Sache lasse ich nicht ab, nur über meine Leiche. Das kennt man auch aus den Parlamenten, dass Politiker sagen, gegen diesen Beschluss werde ich kämpfen, das wird nicht durchkommen, nur über meine Leiche. Oder ich werde dafür kämpfen, wenn es nötig ist, bis zum Umfallen oder bis zum letzten Blutstropfen. All diese rhetorischen Wendungen, um eine Entschlossenheit zum Ausdruck zu bringen. Auch Bruder Ibrahim Abu Naji hat eine derartige Äußerung gemacht, als er merkte, dass eben, und jetzt für mich auch nachweislich, durch Beamtenwillkür er gestoppt werden soll, oder eben auch durch die willkürliche Medienhetze, da hat er gesagt, nur über meine Leiche, ich höre mit dieser Predigt nicht auf. Sinngemäß. Daraus wird konstruiert in diesem Papier, es liegt vor, also das Papier selbst ist jetzt für uns ein Indiz, gegen die Zuständigen auch vorzugehen. Es steht dann in diesem Papier, ja, ausdrücklich drin, dass das Anlass gibt zu befürchten, Ibrahim Abu Naji plane in Deutschland einen Selbstmordanschlag. Außerdem rufe er zum bewaffneten Widerstand auf, zum Dschihad. Der Dschihad wird im Kontext bewaffneter Widerstand von diesem Richter in diesem Papier erwähnt.
Dschihad heißt Anstrengung und heißt nicht bewaffneter Widerstand. Wird aber nur in diesem Kontext dargelegt, das ist ganz klar eine gewaltige Bezichtigung. Es gibt kein einziges Indiz, dass Ibrahim Abu Najd zu einem bewaffneten Widerstand aufruft. Es gibt kein einziges Zitat, das sich vielleicht konkret mal auf ein Video orientiert, wo eine derartige Äußerung gefallen sein kann, dass also zielgerichtet zum bewaffneten Widerstand aufgerufen wird. Das ist eine ganz klare Bezichtigungsszenario und das ist immer ein Grund dafür, einen Befangenheitsantrag gegen einen Richter zu stellen, wenn eben nachweislich nicht gerecht gearbeitet wird. Das muss man hier ganz deutlich so sagen, das ist nicht mehr gerecht, das ist vor allen Dingen nicht an die Formvorschriften und es ist hier Unterstellung, Bezichtigung und eine Abkanzelung. Aber dabei bleibt es nicht. Es werden Maßnahmen getroffen gegen Bruder Ibrahim Abu Najd, die an Schwerverbrecher erinnern. Die werden angeordnet, diese Maßnahmen. Und das Allerschlimmste, dass es also ein Papier gibt, ich meine, dieses Papier ist wirklich etwas für die Öffentlichkeit. Es gibt tatsächlich ein Papier, da steht drin eine Vorladung für Bruder Ibrahim Abu Najd, weil in einem Video gezeigt wird, wie er Kindern Islamunterricht gibt. Ich habe es vorliegen. Keine weitere Erläuterung, keine weitere Begründung, dass vielleicht irgendwelche Inhalte aus diesem Unterricht nicht passend waren. Es steht ausdrücklich drin, weil es ein Video gibt, in dem gezeigt wird, wie Bruder Ibrahim Abu Najd Kindern Islamunterricht gibt. Das heißt, hier haben wir es ganz klar mit einem handfesten Justizskandal zu tun. Die Justiz setzt sich über die Religionsfreiheit hinweg und begründet Bezichtigungsszenarien keinesfalls. Pauschalisierende Videos, die dort genannt werden, aus YouTube. Ja, das ist also ganz toll. Wie wir wissen, ist YouTube ein Gefüge. Ja, es gibt Videos, es gibt Antwortvideos, es gibt Bezugnahmen zu einem Kontext. Und da kann man nicht einfach sagen, Videos aus YouTube. Das heißt, das komplette Indizienkomplex liegt nicht vor. Ja? Es werden einfach Videos namentlich irgendwie erwähnt und die dann sogar falsch, wenn nicht richtig erwähnt, die lauten im Titel anders. Aber all dieses zeigt Oberflächlichkeit, Willkür und Hauptsache, wir ziehen jetzt mal unseren Szenario durch, um diesen Prediger mundtot zu machen. Bruder Ibrahim Abu Najd wird also unterstellt, erstens, dass er einen Terroranschlag plane, zweitens, zum bewaffneten Widerstand aufrufe, ja, und drittens, dass er ganz bewusst und gezielt zum Aufruhr, so fasse ich das mal zusammen, zu Unruhe und Aufruhr beitragen will. All dieses wird nicht weiter bewiesen oder untermauert durch Indizien, sondern es ist ganz klar in diesem Papier, dass hier Bezichtigungen vorgenommen werden und diese nicht begründet werden. Darüber hinaus erscheint es mir äußerst dubios, dass dann gesagt wird, erkennungsdienstliche Maßnahmen müssen getroffen werden, weil davon ausgegangen werden kann, dass weitere Anzeigen gegen ihn laufen werden und dann hat man entsprechend sozusagen ihn im Strafregisterkartei dann auch entsprechend registriert. Um eine derartige Maßnahme zu treffen, müssen selbstredend und selbstverständlich handfeste Straftatbestände vorliegen. Ja, es reicht also nicht, dass man irgendetwas unterstellt, dass man Reden aus dem Kontext reißt oder interpretatorisch für sich auslegt, dass man irgendwelche Begriffe zugrunde legt, die es nicht gibt und denjenigen dazu einsortiert. Ja, Takfir, Salafismus. Dann heißt es, es wäre eine schwerwiegende Beleidigung, dass Christen und Juden als Kuffar bezeichnet werden. Ja? Kuffar bedeutet Leugner oder Ablehner der Wahrheit. Inwiefern dies eine schwerwiegende Beleidigung ist, erschließt sich mir nicht. Vielmehr gehe ich davon aus, dass hier ohne Überprüfung der Wortinhalte, ohne Überprüfung, dass es sich um einen religiösen Begriff handelt, ein Zitat aus dem Heiligen Koran, und dass dieses nicht geeignet ist, herzuhalten für die Bezichtigung, er habe schwerwiegend
beleidigt. Ja? Das ist also eine eindeutige Pauschalisierung und Unterstellung und für mich ein handfester Justizskandal. Ich rate in diesem Fall an, mir wurde nur Einblick gewährt und ich habe hier meine Stellungnahme dazu abgegeben, um die ich gebeten wurde. Ich rate dazu an, dass man diese Papiere seitens Bruder Ibrahim Abu Neji veröffentlicht, dass man an die Öffentlichkeit geht, dass man diesen Justizskandal deutlich macht, dass die Dinge, die ich jetzt hier angesprochen habe, weiter vertieft werden, dass diese Punkte dargestellt werden, dass diese Papiere, die ja vorliegen, als Indiz auch vollkommen ausreichen, um eben die Befangenheitsanträge einzureichen. Und im Weiteren denke ich auch, dass es genug Anlass gibt, auch noch weitere Maßnahmen zu ergreifen. Ich sehe auch strafrechtliche Maßnahmen gegen die zuständigen Richter, weil hier Bezichtigungsszenarien laufen, Bezichtigung einer Straftat. Also hier wird gesagt, dass er ein Selbstmordattentat plane oder davon auszugehen ist. Ich halte dies für ein gewaltiges Bezichtigungsszenario, das einen Straftatbestand darstellt und eben auch eine Strafanzeige herausfordert. Inwiefern diese erfolgreich sein möge oder nicht, das steht immer auf einem anderen Papier. Mir geht es darum, dass diese Dinge an die Tagesordnung kommen, dass die auf den Tagesplan kommen, dass die an die Öffentlichkeit kommen, dass man vielleicht langsam begreift, dass in Deutschland, denn das ist nicht der erste Fall, von dem ich höre, hier habe ich sogar Einblicke bekommen, die Justiz zunehmend gegen Muslime agitiert, ja, und dass der Verdacht entsteht, dass hier eine Instrumentalisierung erfolgt, der Justiz zur Einschüchterung oder eben um Prediger mundtot zu bekommen und verfassungsfeindlich gegen das Gebot der Religionsfreiheit verstoßen wird und dass eben Bezichtigungsszenarien konstruiert werden, um eben auch Straftatbestände zu konstruieren, die dann so schwerwiegend sind, um jemanden aus dem Verkehr zu ziehen. Das halte ich für einen gewaltigen Skandal und ich denke auch, dass hier die Politik eingeschaltet werden muss, um diesen Fall zu prüfen. Das ist also auch aufgrund der vorliegenden Papiere möglich und ich denke, dann wird es sicherlich auch möglich sein, hier eine Gegenüberstellung zu machen zwischen den Bezichtigungsszenario, die aus diesem Papier hervorgehen und die dort erwähnten, in Anführungsstrichen erwähnten, angeblichen Indizien. Es ist zudem auffallend, dass nicht ein einziges Zitat aus diesen gefährlichen Reden hervorgebracht wird in diesem Papier. Wird überhaupt nicht erwähnt, nicht ein einziges Zitat, das ist äußerst bedenklich, weil die Maßnahmen, die dort erläutert werden, die so schwerwiegend sind, jetzt im Vorfeld schon, das muss ja dann schon auch richtig ernsthaft begründet werden. Man kann also nicht jemandem sagen, du hast irgendwelche Videos auf YouTube, die bedenklich sind, du hast schon vor, irgendwo einen Selbstmordanschlag auszuüben, ich denke, du bist ein Terrorist, ja, weil ich nehme mal Video sowieso und Video sowieso, irgendwo geht das daraus hervor, so geht das nicht. Bei derartigen schwerwiegenden Tatvorwürfen müssen die Dinge präzise sein, müssen sie sehr präzise sein, wie man dazu kommt. Ansonsten ist hier der Bezichtigungscharakter eben offensiv und darüber hinaus eben auch seitens derjenigen, die dieses tun, auch wenn sie für die Justiz arbeiten, eben selber dann Straftatbestände gegeben, denn das ist hier ganz klar verfassungsfeindlich, dass hier gegen eine Religion agitiert wird, wenn eben auch in den Schriftstücken der Behörden steht, sie werden vorgeladen, weil es ein Video gibt, in dem sie Kinder, in dem gezeigt wird, wie sie Kindern Islamunterricht geben und nicht gesagt wird, in dem der Unterricht bedenklichen Inhalt habe oder irgendwo Anstoß genommen wird, sondern es wird einfach gesagt, weil in einem Video gezeigt wird, wie sie Kindern Islamunterricht geben. Das heißt also, das ist die Kriminalisierung der Religion. Das ist für mich ganz klar Volkshetze und das ist darüber hinaus auch der Verstoß gegen die Predigtfreiheit und Religionsfreiheit. Und vor allen Dingen, dass hier sehr oberflächlich gearbeitet wird und dass Szenarien unterstellt werden, also Beleidigungs-, Bezichtigungs- hier Szenarien, das ist unfassbar. Kuffar ist keine Beleidigung und kann nicht als Beleidigung herhalten. Und den zuständigen Richter möchte man mal fragen, vielleicht mal in einem netten Brief, er möchte doch bitte mal darlegen, inwiefern er dazu kommt,
definitorisch und begrifftechnisch Takfir Salafismus für Bruder Ibrahim Abu Naji von sich aus, also vom Richter aus, als Glaubensbekenntnis zu unterstellen. Ja, oder dringlich zu vermuten, dass er dem angehört. Ich bin Muslim und in Deutschland gibt es, wir brauchen nicht die ganze Welt zu nehmen, gibt es 4 bis 5 Millionen Muslime. Ich möchte gerne wissen, wie viele Prozent davon Takfir-Salafisten sind und dieser Gruppierung angehören, die hier offensichtlich von der Justiz erfunden wurde. Vielleicht gibt es ja einige, die sich zu dieser neuen Religion bekennen wollen. Wassalamu alaikum wa rahmatillah, meine lieben Brüder und Schwestern im Islam und allen anderen ein schnelles und effizientes Aufwachen.